und herzlich willkommen, lieber Wassermann, hier im Dezember. Ja, letzte Monat im Jahr 2022. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingerannt ist. Und ich möchte mit dir jetzt hier, liegen auch falsch rum, in die Energien des Monats schauen, um für dich mal nachzuspüren, was ist da wichtig, was steht da gerade an, welche Veränderungen gibt es, wo kannst du aber auch hilfreiche Impulse für dich finden. Dieses Video wird eine Fortsetzung haben, lieber Wassermann. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Und ich möchte auch gar nicht viel vorneweg reden. Ich möchte direkt starten, weil ich spüre, dass die Energien halt ja sehr, sehr kraftvoll sind. Wir erbitten jetzt erstmal eine Botschaft aus dem Orakel der sieben Energien, also eine ja, Themenenergie sozusagen, die dich in diesem Dezember begleiten möchte. Lieber Wassermann, schau dir auch gerne dein Aszendent- und Mondzeichen an und spür da in dir nach, welche Impulse dienen dir, weil gerade Mond und Aszendent sind auch sehr wichtige, wertvolle Impulse. Doch, es ist eine. Ich war jetzt der Meinung, vom Klang her, es wären zwei. Und schau mal, lieber Wassermann, die göttliche Matrix, die 44. Und wenn du den Film Die Matrix kennst, dann weißt du, das ist dieser grüne Hintergrund mit diesen ganzen Schriftzeichen, die da durchlaufen. Das ist die Matrix, wie sie auch hier in der Technik verwendet wird. Die göttliche Matrix, könnte ich mir durchaus vorstellen, ist eine andere. Oder wie siehst du das? Ja, lieber Wassermann, mit der göttlichen Matrix verbunden. Das allsehende Auge kommt mir hier in den Sinn. Dich wirklich mit deinem Kern, mit deiner Essenz verbinden. Wir schauen mal, was das Tarot dazu sagt. Und die erste Karte, die hier kommen darf, ist eine Information, ja, daher kommst du, also aus dieser Energie kommst du, da möchte ich gerne mal hinspüren, der Page der Luft, der Page der Schwerter und ich dahin fühle, so wusch, Befreiung. Vielleicht, lieber Wassermann, hast du eine Entscheidung getroffen und hast dich hier befreit, vielleicht aus der grünen Matrix, ich sage das jetzt mal so, grün-schwarzen Matrix, und bist bereit, dich hier für die göttliche Matrix zu öffnen, für die ganzen Impulse, die da zu dir kommen. Du bist mit einer der Schöpfer des, der neuen Zeit oder der neuen Energie. Wir befinden uns schon lange in dieser Wassermann-Energie. Und ja, was ist es, was du da befreit hast? Das schauen wir dann in der Fortsetzung. Jetzt schauen wir mal auf das, was du loslassen darfst. Denn so eine Entscheidung bringt ja auch immer wieder Aspekte, die dann zurückbleiben dürfen. Also, was darfst du loslassen? Was darf Wassermann hier loslassen? Falls es gerade lauter wird im Hintergrund, miau, kommt nämlich um die Ecke. Was darfst du loslassen, lieber Wassermann? Na? Was darfst du, mau, loslassen? Das ist zu viel.
eine Karte bitte hier für Wassermann. Ich liebe diese Karten ja, weil die so schöne Bilder haben. Aha, es geht. Was darfst du loslassen? Und wir haben die Acht des Feuers, also die Acht Stäbe. Bei den Acht Stäben geht es ja um Geschwindigkeit, um Klarheit, um Impulse. Vielleicht darfst du loslassen, lieber Wassermann, dass du nicht alle diese Impulse, die da zu dir kommen, direkt umsetzen musst. Also ich bekomme hier ganz klar die Info, je nachdem, wenn da ganz viele Impulse kommen, mach dir Notizen. Mach dir Notizen, welche Impulse das sind. Vielleicht sind es Projekte, vielleicht sind es Aha-Momente, vielleicht sind es einfach nur neue Ideen, neue Sichtweisen. Es sind Impulse, die aus der göttlichen Matrix zu dir fließen. Du hast dich entschieden, dich da zu öffnen. Und ich glaube wirklich, lieber Wassermann, es geht hier auch darum, ruhiger zu werden und nicht alles direkt machen zu müssen. Ich glaube, dass es hier wirklich viel um göttliches Timing auch geht. Und ich weiß, ich kenne das von mir selber, bei mir kommen täglich ganz viele Impulse und ich habe auch immer Zettel und Stift dabei. Und ich war früher so, dass ich dann immer dachte, ich müsste das direkt umsetzen, direkt etwas damit machen. Es kann aber auch sein, dass das einfach erstmal Impulse auf deinem Weg sind. Also hier gilt es, dieses Gefühl loszulassen, dass du das direkt machen musst. Vielleicht auch ein Gefühl, dass dir das zu viel ist, zu schnell geht. Weil mit den acht Stäben haben wir hier eben die Geschwindigkeit. So, wir schauen mal, was du stärken darfst. Was darfst du stärken? Ja, ich glaube, mit den vielen Möglichkeiten sind wir hier schon ganz gut bei der Sache, ne? Denn wir haben hier die Sieben of Water, also die Sieben des Wassers, die Sieben Kelche. Und da geht es um diese vielen, vielen Möglichkeiten. Sehr spannend. Guck mal, die sind fast identisch, ne? Nur es ist Feuer und das ist Wasser. Ich glaube, du bekommst eine ganz neue Connection zur göttlichen Matrix. Das ist ja auch diese Verbindung zu deiner Seele, die sich dann eben durch dich mit der göttlichen Matrix verbindet und auch dann diese Energie, die dann durch dich wirkt. Und es kann sein, dass du dich auf der einen oder anderen Seite hier ein bisschen überfordert fühlst mit diesen ganzen Ideen. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Und dass du sagst, wow, das ist gerade so viel, das, wie soll ich das schaffen, wie kriege ich das hin? Atme und ins Vertrauen gehen. Und du darfst aber auch stärken in dir, dass du da aus einem unglaublich füllhornartiger Matrix schöpfen kannst. Und vielleicht geht es auch darum, in die Stille zu gehen und von diesen ganzen Impulsen, die da kommen, darum zu bitten, dass das, was dir jetzt dient, was deinem Leben jetzt dient, dass du das klarer bekommst, dass du da mehr Informationen bekommst. Und auch hier wieder diese Entscheidung, ich verbinde mich, ich möchte für den Moment, für die Situation, für dieses Projekt, für was auch immer, da jetzt klare Informationen bekommen. Ein hilfreicher Impuls für dich, lieber Wassermann.
Das sind drei. Das ist zu viel. Aber es war schon mal spannend. Wir hatten da schon mal kurz das Gericht gesehen. Also auch da aus den alten Boxen aussteigen. Aus dem gewohnten Denken vielleicht auch aussteigen. Zwei. Wir schauen uns die mal an. Wir haben hier den Mond und die sieben der Münzen. Hier geht es um Geduld. Guck mal, wenn ich die jetzt hinlege, geduldig mit dir sein und da hinschauen. Spannend. Und wir haben den Mond und auch da gilt es, hinzuschauen. Ich lege sie andersrum, habe ich gerade den Impuls, auch da gilt es hinzuschauen, dir deine Ängste anzuschauen. Der hilfreiche Impuls, geduldig mit dir zu sein, ruhig zu werden, weil der Page der Luft, also der Page der Schwerter, der hat ja auch so ein bisschen Geschwindigkeitsmodus drinne, so dieses, okay, ich bin hier, ich mache das. Atmen. Atmen, lieber Wassermann. Und wirklich hinspüren. Dich wirklich mit der göttlichen Matrix verbinden. Dich wirklich auch mit deiner Seele verbinden. Und du musst nicht eine Lösung für alle haben, ein Tool für jedes Ding. Du musst auch nicht für alle bereitstehen. Du darfst wirklich auf deinen Rhythmus, auf deine Connection achten. Die sieben der Erde, da geht es auch darum, dann das zu ernten, was du gesät hast. Aber diese Ernte braucht ein bisschen Geduld. Also bis der Samen aufgeht, er blüht, das braucht ein bisschen Geduld. Und du darfst in der Zeit, wo du hier vielleicht wartest, dir mal deine Ängste anschauen. Was treibt dich da an? Wo hast du vielleicht das Gefühl, zu spät zu kommen, nicht das Richtige auszuwählen, nicht verbunden zu sein? Diese Ängste darfst du dir anschauen und ich glaube, dass sich dann die Impulse nochmal anders öffnen. So, und jetzt schauen wir mal, welche Hauptenergie dich hier im Dezember begleitet. Und wir haben hier die 5 der Luft, die 5 Schwerter. Bada, das ist natürlich eine krasse Botschaft, wobei hier mit der Karte finde ich sie schon immer ein bisschen, ich sag jetzt mal, angenehmer. Wobei hier auch wieder, es kam gerade ein neuer Impuls rein. Wir haben hier wundervolle 5 Tauben und wir haben hier einen Menschen als Taube verkleidet. Ich kann das aber besser als du. Ich kann hier besser und schöner und graziler in der Luft schweben wie diese weißen Tauben. Spür da mal nach. Also die 5 Schwerter, ich nehme das nicht unbedingt als Außen wahr. Ich nehme das auch ganz stark als dein Inneres wahr, wo du hinspürst oder hinspüren darfst, wo du dich gegebenenfalls über andere stellen möchtest, wo du mit aller Gewalt gewinnen möchtest, besser sein möchtest, all diese Themen. Hier geht es um Kampf. Hier geht es auch um Gewinner und Verlierer. Welche Angst liegt dahinter? Wo darfst du jetzt hinschauen? Bevor ich jetzt gleich in die Fortsetzung einsteige, schauen wir uns die Unterseite an, denn wir haben hier die Welt. Und die Welt sagt ganz klar, dass hier ein alter Zyklus abgeschlossen wird. So wie das Jahr jetzt zu Ende geht, zu einem Ende kommt, darf auch hier diese Thematik in dir zu Ende gehen. Du darfst dich tiefer als jemals zuvor mit deiner göttlichen Matrix verbinden. Nein, die Katze läuft jetzt nicht hier durch. Und du darfst da in dir nachspüren, wie zeigt sich das?
Und genau dieses, wie zeigt sich das, das schaue ich mir jetzt hier mit dir gerne in der Fortsetzung an. Wir ziehen zu jeder Karte hier eine Klärungsbotschaft, um einfach tiefere Informationen zu bekommen. Ich freue mich sehr auf dich.